Morgen Workout. Heute machen wir ein Cardio Workout. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen müde seid, das macht nichts. Ich erkläre erstmal, wie das Workout stattfinden wird. Wir haben vier Blöcke und die bestehen jeweils aus vier Übungen. Das Schöne ist, die Übungen sind immer gleich. Genau, wir müssen erstmal ein bisschen wach werden, in Schwung kommen. Deswegen hebt die Fersen im Wechsel vom Boden ab, damit wir die Fußgelenke schön mobilisieren, Schulter tief. Kommen wieder zum Stand. Wir kreisen die Schultern nach hinten. Das soll es auch schon gewesen sein. Ich glaube, wir sind wach. Also, ich erkläre die vier Übungen. Die erste Übung ist der Jumping Jack. Die zweite Übung ist der Lunge, der Ausfallschritt. Mach einen großen Schritt, komm tief. Wichtig ist hier der 90-Grad-Winkel. Genau, und komm nach. Die dritte Übung ist der Squat. Und den machen wir diesmal ziemlich breit. Zehenspitzen nach außen zeigen. Knie folgen den Zehenspitzen. Komm tief. Komm lieber nicht zu tief. Wichtig ist mir, dass du dein Becken aufrichtest und nur so tief kommst wie möglich. Schau, dass die Knieachsen nicht nach innen kippen. Kontrolliere dich da wirklich. Du kannst hier von oben sehen, folgen die Knie meinen Zehenspitzen. Tief. Jawohl. Und die letzte Übung. Auch eine Cardio-Übung. Du kommst zum Boden in den Stütz. Du ziehst ein Knie Richtung Nasenspitze zurück. Zweites Knie. Und wenn du dann sicher bist, kannst du gerne in den Mountain Climber kommen. Genau. Das Schöne ist, man muss sich nicht viel merken. Jumping Jack, Lunges, Squats, Mountain Climbers. Jeweils 20 Wiederholungen und ihr seid durch. Wichtig ist mir, wenn ihr eine Pause braucht, macht eine Pause, drückt auf Pause. Wenn ihr dann wieder soweit seid, wieder auf Start drücken und weitermachen. Auch gleich an. Und zwar geht's los mit den Jumping Jacks. Ich werde euch Alternativen geben, wie ihr es schwerer oder leichter gestalten könnt. Seid ihr bereit? Dann geht's los. 20 Jumping Jacks. Wenn du dich fit fühlst, gib ein bisschen Gas. Stell dir vor, ein Faden zieht den Scheitel nach oben. 8, 9, 10. Letzten 10. Jawohl. 8. Jawohl. Achte auf den großen Schritt. Bauchspannung fest. Ich bin bei 10. Großer Schritt. Rechter Winkel. Hier vorne stehe ich auf der Ferse. Jawohl. 20. Wir gehen zu den breiten Squats. Komm tief. Und 10. Wenn das hier von der Auswärtsdrehung zu weit ist, ruhig ein bisschen schmaler drehen, enger drehen. Wer aber sagt, nur das geht gut, der kann gerne richtig weit nach außen drehen. Wir kräftigen unsere Adduktoren. Ich habe nicht mitgezählt. Ich glaube 15, 16, 17, 18, 19, 20. Super. Mountain Climbers. Komm in den Stütz. Erstes Mal ganz easy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und noch 10 in deinem Tempo. Spür die Bauchspannung. Und wir lösen die Pose aus. Den zweiten und den dritten Durchgang machen wir ohne Pause. Wir haben ein Cardio-Workout. Los geht's. 20 Jumping Jacks. Ja.
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rückwärtige Lunges. Fersenbelastung. Viel Belastung auch auf den hinteren Beinen. Jawohl. Großer Schritt nach hinten. Fersenbelastung. Ich glaube, ich habe 10. Jawohl, 20. Die Breite, der breite Squat in deinem Winkel, wie du möchtest. Und 20 Stück kommen tief. Halbzeit, noch 10 Stück. Und die letzten 4, 3, 2 und noch einer. Super. Komm in die Stützposition. Diesmal machen wir das Ganze nicht in Zeitlupe, sondern geben Gas in deinem Tempo. Los geht's. Ihr wisst, was kommt. 20 Jumping Jacks. Und die letzten 10. Drei und noch 2. Letzter. Jawohl. Ihr wisst, was kommt. Zehenspitzen nach außen. Kommt tief hoch. Neun und 10. Letzten 10. Noch 3, 2, letzter. Mountain Climber. Jawohl, der Ringkurs. Los geht's. 20 Jumping Jacks. Wenn du auch hier sagst, oh, ich fühle ja gar nichts, spüre gar nichts, komm in den Sprung.
Hier ist es schwieriger, im Sprung zu bleiben, weil wir die Zehenspitzen außen haben und mehr als schulterbreit stehen. Letzten 10. Und wer will, Gas geben. 9, 8, 7. Beines. Mach dich groß, Rippenbogen schließen, Schulter nach hinten und komm tief. Spür die Dehnung hier. Jawohl. Wir wechseln die Seiten. Komm zur Mitte, dreh dich auf eine Seite, Hüftknochen zeigen nach vorne, schieb die Ferse zum Boden und komm nach vorne, stütz dich, wenn du willst, hier ab und wir dehnen die, richtig, die Wade. Die Wade drückt in den Boden, fester, 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 Knie ist durchgestreckt, komm nach vorne, streck dich, nach oben in die Höhe. Spür den Faden, der den Scheitel noch ein bisschen höher zieht. Nimm das andere Bein nach hinten. Ferse drückt in den Boden. Und du spürst die andere Wade. Schultern nach hinten, unten. Rippenbogen schließen. Bauchspannung ist aktiv. Sehr gut. Komm zusammen, streck die Füße, streck die Hüfte, nimm die Arme nach oben, fokussier die Decke, schieb die Hüfte nach vorne, hinten, jawohl. Komm nach vorne in den Tisch, nimm hier eine Dehnung, schau, dass der Rücken gerade bleibt. Nimm die Arme zur Seite, wenn du willst. Wenn du merkst, Mensch, meine Schultern sind super, nimm die Schultern, nimm die Arme nach vorne, aber die Schultern tief ziehen. Und komm zum Boden, wenn du willst, beug die Knie etwas an. Und wenn du das Gefühl hast, ah ja, ich kann mehr Stretch gebrauchen, streck die Beine. Nimm ein Knie nach hinten, vergrößere den Winkel hier vorne, Hüftknochen zeigen nach vorne und schieb in den Stretch. Ganz wichtig, dass du das Becken drehst. Komm zurück in den Kniestand. Drück die Brust zum Boden. Komm zurück. Nimm das zweite Bein nach vorne. Vergrößere den Schritt, sodass du hier mehr als 90 Grad hast. Hüftknochen zeigen nach vorne und schieb das Becken nach vorne, sodass du hier einen Stretch hast. Jawohl, komm nochmal zurück. So, jetzt roll dich auf die Zehenspitzen, soweit du kannst. Beug die Knie, roll dich nach oben, Schultern rollen.